Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu meinem kleinen Clip zur Scheinkausalität. Wir wollen uns dieses Phänomen heute mal in einem kleinen Beispiel vor Augen führen. Wir befinden uns jetzt in irgendeinem Dorf und es ist kurz vor Ostern. Das sind Paul und Lisa und sie freuen sich schon sehr auf das diesjährige Ostereiersuchen. Weil sie es kaum erwarten können, gehen sie jetzt schon mal los und suchen nach dem Osterhasen, der ja jetzt am Werk sein muss. Schade, leider konnten sie keinen ertappen, obwohl sie sich so sicher sind, dass dieses Jahr viel mehr Hasen hier sind als letztes Jahr. Halb so wild, denn jetzt ist es Ostern und das Eiersuchen kann beginnen. Und tatsächlich, dieses Jahr sind ihre Körbe viel voller als letztes Jahr. Für sie besteht also kein Zweifel mehr. Dieses Jahr waren ja auch viel mehr Hasen unterwegs. Deshalb gab es so viele Eier, die man finden konnte. Und nächstes Jahr würden sie ganz sicher einen Hasen dabei ertappen können, wie er gerade ein paar Eier versteckt. So, weil wir im Gegensatz zu Paul und Lisa nun aber wissen, dass es gar keine Osterhasen gibt, können wir uns ziemlich einfach andere Gründe überlegen. Zum Beispiel könnte es ja sein, dass Paul und Lisas Eltern dieses Jahr einfach ganz besonders spendabel waren. Schwieriger wird es nun allerdings, wenn man nicht von vornherein einen Wirkungszusammenhang ausschließen kann. So wie Paul und Lisa die vielen Hasen als Ursache für die reiche Ausbeute dieses Jahr sehen, neigen eigentlich wir alle dazu, Dinge, die gleichzeitig auftreten, in einen Kausalzusammenhang zu bringen. Daher übersehen wir häufig, dass es reiner Zufall sein kann, dass Ereignisse zur selben Zeit auftreten. Oder aber, dass viele andere Faktoren eine Rolle spielen. Fassen wir das alles mal zusammen. Wenn zwei Phänomene zur selben Zeit auftreten, wie hier die Anzahl der Hasen und die erhöhte Anzahl der Ostereier, kann man fälschlicherweise annehmen, es läge eine Kausalbeziehung vor. Wenn es aber in Wahrheit gar keinen Ursache-Wirkungszusammenhang gibt, handelt es sich somit nicht um eine Kausalität, sondern um eine Scheinkausalität. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und habt auch ein bisschen was gelernt.